Freitag. Am Freitag knarre ich mich am allerliebsten ins Bild, Freunde. Und wenn ihr bei mir seid, dann seid ihr auch im Bild, zumindest was das Wissen anbelangt, in was für einem hervorragenden, großartigen, tollen Land wir leben tun. Ich weiß, der ein oder andere, der muffelt so ein bisschen. Ja, so nicht müffelt, muffelt. Ja, hier, alles schlecht, alles scheiße, alles toll. Ja, es ging uns noch nie so gut. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Ich zitiere mal Stefan Habart und ich zitiere Frank-Walter, den Präsidenten. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Also gut, wir haben 1000 Milliarden etwas mehr Steuereinnahmen, ja, aber wir sind trotzdem pleite. Deutschland ist pleite. Staatsinsolvenz, ja, wir sind pleite. Zahlungsstopp, gab es noch nie, ja, wir können nicht bezahlen, ist vorbei, ja. Aber wer ist schuld? Ich sag's euch, die AfD ist schuld. Na logisch, ja. Die AfD ist schuld. AfD ist schuld. Und der Russe ist schuld. Ja, gut, böse Zungen sagen, nein. Wir haben Sanktionen gemacht, nachdem Nord Stream 2 vom Russen gesprengt wurde. Ja, wurde gesprengt. Von 4 Röhren sind 3 kaputt. Eine geht noch, könnte man noch Gas kriegen, aber ist egal. Ist kaputt. Daraufhin haben wir gesagt, wir machen jetzt Sanktionen. Und wir bezahlen das Gas zwar weiter, weil wir Verträge haben, aber wir nehmen es nicht ab. Hingegen der Russe das Gas, was wir ihm bezahlen, auf Steuerzahlerkosten, jetzt woanders hin verkauft, aber für einen vielfachen Preis, weil der Gaspreis nach oben gegangen ist. Er wiederum verkauft es an andere Länder und die wiederum verkaufen es hintenrum wieder zurück an uns. Ja, also sehr schön. Aber gut, okay. Wer ist schuld? Die AfD. Ja, so. Und dann gibt es ja ganz böse Zungen, die sagen, Moment mal, also wir wollten doch eigentlich möglicherweise uns mit den Steuern darum kümmern, dass die Leute in diesem Land, die hier leben, also zum Beispiel die es bezahlen, die Steuerzahler, dass die davon was haben, was sie einzahlen, ja, und die Politiker haben doch einen Schwur geschworen, so nach dem Motto, zum Wohle des Volkes, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm abhalten, und diese Regierung, ja, die mehrt nicht den Nutzen, sondern den Unsinn, den Unnutzen, ja, und sorgt dafür, dass möglichst viel Schaden entsteht, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ich werde es jetzt beweisen, ich wäre nicht Robert Götz-Matuszewski, der Facility Manager im Bundestag, ich spreche für euch. Wenn ich nicht auch Belege hätte. Freunde, übrigens, ja, nur mal zur Info, wir haben heute Black Friday, da ist er, da unten steht's, Black Friday. Es kann man überall sehr viel sparen, ja, ja, vieles kann man sich tatsächlich sparen. Und jetzt geht's los. Erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das Landgericht München hat die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft. Der Zweck und die Tätigkeit der Vereinigung seien auf das Begehen von Straftaten ausgerichtet. Böse Zungen sagen, endlich mal, das ist meine linke Hand, böse Zungen sagen, endlich mal ein rechtsstaatlicher Richter, der auf dem rechten Weg ist, ja, der Recht und Gesetz achtet und der im Sinne des deutschen Volkes und im Namen des deutschen Volkes Recht spricht. Und dieser Mann muss ausgezeichnet werden. Der Mann hat einen Arsch in der Hose und Ehre, aber böse Zungen. Ich sage, dieser Richter muss eine Hausdurchsuchung bekommen, eine Autodurchsuchung bekommen, eine Bürodurchsuchung bekommen und er muss wegen Amtsmissbrauch und Rechtsbeugung vor Gericht gestellt werden. So wie der eine Richter, der damals Kinder davor bewahrt hat, den Maulkorb zu tragen. So, dann haben wir die Frau Mioska, die kriegt jetzt mal schnell 23.000 Euro pro Stunde Moderationsgehalt. Ja, die ist ja jetzt hier von Tagesthemen zu ihrer eigenen Sendung geschlüpft. Die macht ihre eigene Sendung, Frau Mioska. Ja, sympathisch 54, da ist sie. Ja, rot steht ihr, ist so ein bisschen ihre politische Einstellung, links, linksstaatlich und zivilcouragig. Und dafür zahlen wir gerne GEZ-Gebühren, damit man uns wieder mal erklären kann, ja, wie wichtig es ist, linkisch, linksstaatlich und zivilcouragig zu sein. Und die ordnet für uns auch ein. Dann hier, jeder zweite glaubt, die Polizei kann uns nicht schützen. Das ist nicht richtig. Die Polizei, die Personen in Uniform, so heißt es genau, haben gezeigt, wie sehr sie uns, die Regierung, schützen kann, indem sie Corona-Leugner verprügelt, indem sie Querdenker verprügelt, indem sie sogenannte Reichsbürger verprügelt, indem sie AfD-Wähler und AfD-Demonstranten verprügelt, AfD-Politiker auch gerne mal auf den Boden schmeißt, wenn die Maske nicht sitzt, und verprügelt, ja, Wasserwerfer einsetzt gegen Menschen, die gegen ein Infektionsschutzgesetz auf die Straße gehen, bei 10, 11, 12 Grad, indem sie die mit Wasser bespritzt, Tausende von Menschen, ja. Also, jeder Zweite glaubt, die Personen in Uniform können uns nicht schützen. Alles falsch, sie schützen uns, die Regierung. Sehr schön. Das Geheimnis der Weltstars von Heiko Schrank, zwischen Genie und Wahnsinn, das neue Buch kommt bald raus, in wenigen Tagen. Bei mir werdet ihr quasi mit als Erste erfahren, worum es darum geht, worum es darin geht. Ich muss dazu sagen, ja, es hat nämlich in diesem Buch von dem Heiko Schrank ein Kapitel, auch hier dieser eine, geschrieben, Claudius Fabich, der hat ein Buch über Elvis geschrieben, viele Bücher, aber eins über Elvis. Und da hat der Heiko Schrank ihn gebeten und hat gesagt, Claudius, ich weiß das, weil ich kümmere mich so ein bisschen hier, Claudius, kannst du ein Kapitel über Elvis Presley schreiben? Und das hat der Claudius Fabich gemacht und das Kapitel über Elvis Presley ist drin in dem neuen Buch von Heiko Schrank. Wir freuen uns drauf. Nächste Nachricht, neueste Wahlumfrage zur Landtagswahl in Brandenburg. Die fast 3%-Partei FDP hat es geschafft.
geschafft. Sie ist bei 2,5%, also fast 3%. Dann hier die Grünen, 6,5%. Da schaffen wir auch noch die fast 3% bis nächstes Jahr September. Ich glaube, September ist Wahl. Die Linke, ja, 7%. Von den Linken hat gerade ein Landtagsabgeordneter im Brandenburger Landtag zur AfD gesagt, ihr seid alles Nazis. Wirklich wahr. Schön, gefällt mir gut. Die CDU, 13,5%. Naja, gut, okay. Aber die SPD, die macht uns Freude. Die ist bei 27%, sehr gut, da geht noch was. Und die AfD ganz schlecht, 32%. Die hat schon wieder zugelegt, aber bis zur Wahl haben wir sie verboten. Dann haben wir hier ein Mäuschen vom Spiegel zitiert, Spiegel Wahrheitsmanufaktur. Und zwar Braun durchwirkte Partei. Der Chef des wichtigsten deutschen Chemiekonzerns Evonik in einem Interview mit drastischen Worten zur Alternative für Deutschland. Er hat vor ihr gewarnt. Nach seinen Worten steht die Zukunft des Landes auf dem Spiel. So sieht er aus. Die AfD, die hat doch Flausen im Kopf, Freunde. Die wollen die Grenzen sichern. Die wollen den Steuerfreibetrag von 11.000 auf 25.000 Euro hochsetzen. Bedeutet, wenn man 25.000 Euro im Jahr verdient, zahlt man keine Steuer. Die wollen IHK-Beiträge stoppen, dass man die nicht mehr zwangsweise zahlen muss als Selbstständiger. Und die wollen die GEZ-Gebühren abschaffen. Nur noch freiwillig. Ja, die wollen Bargeld als Zahlungsmittel ins Grundgesetz schreiben. Die wollen deutsche Familien fördern. Die wollen Inklusion stoppen. Was ist denn da los? Also wer will denn so eine Partei? Also bitte, kann doch wohl nicht wahr sein. Die wollen das Gendern in der Schule abschaffen. Und die wollen es abschaffen, dass Kinder mit 14 Jahren mit Unterstützung eines Richters ihr Geschlecht ändern können. Mit anderen Worten, dass ein 14-jähriger Lausbub zu seinen Eltern sagt, ja, ich bin ein Mädchen. Die Eltern sagen, halt die Fresse, ja, das kannst du mit 18 nochmal entscheiden, aber jetzt nicht, entscheiden wir, weil wir deine Eltern sind. Dann kann dieser 14-jährige Lausbub zu einem Richter rennen und der Richter kann sagen, ja, du kannst Hormonblocker nehmen, natürlich, wallah, alhamdulillah. Dann bleibt dein Schwänzchen dein Leben lang so klein und wenn es dir dann mit 18 anders überlegt hast oder mit 21, dann wirst du mit 21 feststellen, du bist doch ein Mann und keine Frau und hast dein Leben lang so einen kleinen Schniepel. Ja, aber die, die dieses Gesetz verabschiedet haben, die wollen halt Gleichberechtigung, die wollen halt Gleichstellung. Marco Buschmann wollte, dass es allen so geht wie ihm. Und von daher hat er gesagt, Walla Alhamdulillah, 14-Jährige können jetzt entscheiden, dass sie kein Junge, sondern ein Mädchen sind. Und wenn ein Richter sich findet, der das unterschreibt, dann haben die Eltern Pech gehabt. Und die böse AfD ist genau dagegen. Das ist natürlich schlimm. Und deswegen ist die AfD auch eine Gefahr für unser Land. Ganz schlimm. Die wollen ja auch, dass die über 350.000 ausreisepflichtigen Ausländer, die im Land sind, raus müssen. Das will die AfD. Naja, es geht natürlich gar nicht. Das schadet dem Image des Landes. Ja, schadet ja auch dem Image des Landes, dass die AfD dafür ist, dass man etwas gegen 2 Massenvergewaltigungen pro Tag tut. Und es schadet ja auch dem Image des Landes, dass die AfD etwas dagegen tun möchte, dass wir bis zu 60.000 Messereinsätze in diesem Land pro Jahr ein wenig runterdrosseln. Ja, das schadet natürlich total dem Image des Landes. Ja, schadet auch dem Image des Landes. Hier, Worten steht die Zukunft des Landes auf dem Spiel mit der AfD. Dass im Görlitzer Park frei Drogen verkauft werden können. Sogar markiert vom Land Berlin. Markiert, ja. Da hinten gibt es Kokain, Heroin gibt es da, Ecstasy gleich dort, Haschisch da drüben. Ja, in Berlin. Alhamdulillah. Und dass der Senat sagt, ja, also im Görlitzer Park, da können wir leider nicht für Sicherheit sorgen. Der ist ja riesengroß, das wissen ja die wenigsten. Der Görlitzer Park, das ist ja ein Gelände wesentlich größer als Gesamtkontinentalafrika. Das ist wirklich wahr. Da leben ja Tierarten, von denen hat man ja noch nie gehört. Ja? Gesehen hat man sie manchmal, so ganz schwarze Gestalten. Ja, da soll auch der Hulk leben. Ja? Das Einhorn hüpft da auch durch den Görlitzer Park. Ja, und da, wenn man da Drogen verkauft, dieser Leute wird man nicht habhaft. Das geht nicht. Ja? Also von daher finde ich es gut, dass der Evonik-Chef jetzt mal ganz doll warnt vor der bösen AfD. Bitte nicht die AfD wählen, wir wählen nur CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SPD und die neue Sarah-Stalin-Knecht-Partei. Dublin erlebt die schlimmsten Ausschreitungen seit Jahren und es sind alles Rechtsextreme, T-Online berichtet. Und wenn es T-Online schreibt, schreibt es natürlich auch NTV. In Dublin sind nur Rechtsextreme auf der Straße. Warum sind sie rechtsextrem? Weil sie sich darüber beschwert haben, dass ein Ausländer mal wieder ein paar Kinder abgestochen hat. Grüne Chefin Ricarda Lang wiedergewählt. Mit mehr als 82% der Stimmen haben die Delegierten auf dem Bundesparteitag der Grünen, ist nicht gegendert. Der Grünen in Karlsruhe. Ricarda Lang zu Co-Vorsitzenden der Partei wiedergewählt. Die 29-jährige Politikerin trat für das Frauen, nur für Frauen reservierten Dings hier ohne Gegenkandidaten an. Also sie hat kandidiert, hatte aber keine Gegenkandidaten und es war auch nur für Frauen reserviert.
Es kann so einfach sein. Und die ist 29. Man sieht sie nicht an. Jetzt sollen Geländewagen-Werbungen verboten werden, weil hier, ja, es macht keinen Sinn, Werbetreibenden zu erlauben, diese Produkte auf riesigen Plakaten und Bildschirmen zu normalisieren und sogar zu verherrlichen. Ja, ist aber erstmal nur England. Der Rest folgt. Die Stadt Connecticut lehnt Installation von 5G-Masten wegen Gesundheitsrisiken ab. Eine Mehrheit der Vertreter des städtischen Repräsentantenhauses ließ sich weitgehend von den Vorträgen überzeugen, in denen 6 unabhängige Experten wissenschaftliche Beweise für die Schädlichkeit von Hochfrequenzstrahlung einschließlich 5G skizzierten. Ach Freunde, schädlich, schädlich, das sind so Worte. Wer geimpft ist, dem kann nichts passieren. Lasst euch impfen. Übrigens, die Ampel überweist trotz Haushaltssperre, also wir haben Haushaltssperre, Geld darf nicht mehr ausgegeben werden. Aber wir überweisen nochmal schnell 315 Millionen Euro nach Peru für Fahrradwege und Busse. Ihr kennt das auch, ja, man ist in Peru unterwegs, ja, so Minot Junot mit seinem Mountainbike und denkt sich so, boah, die haben ja nicht mal Fahrradwege hier. Gut, die Straßen sind menschenleer und autoleer. Da duckelt mal ab und zu so ein LKW rüber oder ein Alpaka oder ein Lama in Peru, ja. Mehr passiert da nicht, ja. Also da ist genügend Platz für Fahrräder. Aber nein, wenn die BRD, die Steuerzahler, gerne 315 Millionen Euro an Peru überweisen, böse Zungen sagen, könnte es Bestechungsgeld dafür sein, dass Lithium aus Peru kommt und wir Lithium brauchen für die E-Auto-Akkus und dafür werden Milliarden Liter Trinkwasser verseucht und die Bauern stehen mit kaputten Böden da. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. ADAC-Versicherungsbedingungen, wenn man eine ADAC-Versicherung hat, Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen sind nicht versichert. Bedeutet, wenn man einen Unfall baut und einen Impfschaden hat, ist man nicht versichert. Aber Freunde, es gibt doch keine Impfschäden. Bitte, 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 bitte. Die EMA erklärt ausdrücklich, dass sie die Corona-Impfstoffe ausschließlich für individuelle Immunisierung auf den Markt erlaubt hat. Und absolut nicht zur Kontrolle von Infektionen und absolut nicht zur Verhinderung oder Reduzierung von Infektionen. Ja gut, okay, ja, ja, ja. Jetzt sind die Dinger nun mal auf dem Markt, jetzt werden sie auch verspritzt, bitte. Irland beschließt die sofortige Ausweisung des israelischen Botschafters aus Dublin und wirft dem Internationalen Strafgerichtshof Völkermord und Kriegsverbrechen von Seiten Israel vor. Ich würde sagen, alles schlimm, alles schlecht. Schlava Israel, Schlava Ukrainer, ja, und Irland kommt sofort auf die rote Liste, ja, oder auf die schwarze Liste. Ja, Irland kann aber nicht wahr sein. Unseren schönen Schalömchen israelischen Botschafter auszuweisen, gefällt mir gar nicht, ja. Das sind die größten Menschenfreunde überhaupt. Ja, und wo gehobelt wird, fallen Späne im Gazastreifen. Die Nerven liegen bei den Linken blank. Das zeigt sich beim Zwischenruf im Brandenburgischen Landtag. Ein AfD-Politiker sagte, dass man mit Flüchtlingen auch Antisemitismus importiere. Das reichte zum Ausrasten eines Politikers der Linken. Er bezeichnete den Redner als Nazischwein. Na naja, gut, okay, ich meine, wo er recht hat, hat er recht. Ja. Dann hier. Seit rund 6.500 Tagen ist der Popocatépetl dauerhaft aktiv, ein Vulkan, ich kann das nicht aussprechen. Der Vulkan stößt pro Tag mit bis zu 5,97 Kilotonnen Schwefeldioxid aus. In den 6.500 Tagen seit Beginn der Eruption wurden so 39,073 Kilotonnen und so weiter ausgestoßen. So viel wie Deutschland in 153 Jahren emittiert. Böse Zungen sagen, das ist nur ein Vulkan von Hunderten. Die meisten sieht man nicht, weil die nämlich unter Wasser sind, so Schlote unter Wasser. Und das, was da rauskommt, ja, unter anderem auch CO2 ganz viel, ja, das ist viel schlimmer, als was Deutschland und die Welt überhaupt jemals produzieren kann. Freunde, alles richtig, aber falsch. Ricarda Lang sagt, wir haben diesem Land zuletzt nicht die Sicherheit gegeben, die es braucht. Aber Ricarda, das ist ein bisschen zu selbstkritisch. Bitte, 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 bitte. Dann hier. Fürstenwalder Reifenwerk muss schließen. Ist nicht so schlimm, wer braucht schon Reifen, Freunde? Wir können laufen. Wieder einige Arbeitslose mehr. Und Parteifunktionär Reinhard Neuendorfer aus Waiblingen bekennt sich öffentlich zu Gewalt gegen AfD. Fängt schon mal gut an, oder? Seine Rede zeigt auf, wie eng die Partei mit linksextremen Gewalttätern verzahnt ist. Naja, Gewalt, Gewalt, das sind so Worte. Das läuft so. Wenn die AfD versucht, mit der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, somit er sie wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich mit ihm. Und wenn er dann noch nicht die AfD auslädt, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Böse Zungen sagen, das ist Aufruf zum Mord, Aufruf zum Totschlag, Aufruf zu Gewalt, Aufruf zu faschistoiden Handlungen. Das ist Aufruf zu Straftaten, aber Freunde, das ist richtig.
Aber falsch. Beatrix von Storch zieht vor das von der Regierung gesteuerte Bundesverfassungsgericht. Ach, die von Storch kann machen, was sie will. Ja, wir haben doch den Stefan Habert da. Ja, die wird sowieso verlieren. Und dann hier ein schönes Zitat von einer sehr klugen Frau. Naja, Frau. Hier, es ist nicht Aufgabe der Politik, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Annalena Baerbock, wirklich wahr. Es ist nicht Aufgabe der Politik, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Naja, da böse Zungen sagen, ey, wer denn sonst? Die Politiker, das ist deren Aufgabe. Es ist immer die Aufgabe zum Wohle des Volkes, ja, zur Mehrung des Nutzens und zum Abwenden von Schaden, immer dafür zu sorgen, dass Waffen überhaupt gar nicht erst reden und sprechen. Die dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden, die dürfen gar nicht erst losbrabbeln. Wir wollen keine Waffen, wir wollen keine Kriege, wir wollen sie nicht. Kein Mensch auf der Welt will andere Menschen einfach so mal eben Minot, Junot umbringen oder umgebracht werden oder verkrüppelt werden. Halt die Fresse, ja? Es ist nicht Aufgabe der Politik, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Bist du völlig verblödet? Aber böse Zungen, nicht meine Worte. Ich zitiere nur, ja? Ich finde Annalena Baerbock recht. Natürlich ist es doch die Aufgabe der Politiker, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Nein, 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 nein. Das ist Aufgabe, der AfD. Die AfD ist schuld. Der ehemalige Direktor der Defense Intelligence Agency. Einige der führenden US-Gesetzgeber haben auf Staatsbesuchen Sex mit Kindern. Regelmäßig. Freunde, das ist zwar richtig, aber natürlich falsch. Und dann hier. Bei der Pressekonferenz mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wollte ARD-Journalistin Kerstin Palzer von Meloni wissen, wie sie die Haushaltskrise in der größten Wirtschaftsnation Europas bewertet. Ihre Frage, ist Deutschland aus italienischer Sicht noch ein verlässlicher Partner? Ich würde mal sagen, die Frau von der ARD wird entlassen und so hat der Herr Scholl auf diese Frage reagiert. So hat er geguckt. Ich hätte euch warnen sollen, so hat er geguckt, ja. Ja, ja. Böse Zungen sagen, die gehören alle ins Gefängnis. Lungenentzündungsausbruch in China. WHO warnt, in China wird ein sprunghafter Anstieg der Lungenentzündung bei Kindern beobachtet. Die Weltgesundheitsorganisation warnt die chinesische Bevölkerung. Aber Freunde, ich habe Entwarnung. Ich wäre nicht Robert Götz, Matuszewski, wenn ich nicht meiner Zeit voraus wäre. Inzwischen gab es schon wieder Entwarnung. Dann hier, alle 25 untersuchten Automarken, darunter Tesla, Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Renault, Subaru und VW werden als Datenkraken bezeichnet. Sie sind mit Kameras und Mikrofonen im Innenraum ausgestattet und die gesammelten Daten werden kontinuierlich in die Cloud der jeweiligen Hersteller gesendet. Einige Hersteller wie Nissan und Kia dringen noch tiefer in die Privatsphäre der Nutzer vor, indem sie möglicherweise Informationen über die sexuelle Aktivität der Fahrzeuginsassen sammeln. Ja, aber wehe, schreibt jemand eine E-Mail, er hat euch nicht autorisiert vorher. Schön, schön, schön. Neue Corona-Kampagne. Lauterbach kritisiert Deutsche wegen Impfboykott. Herr Lauterbach, ich bin an Ihrer Seite. Ich sage mal, Oh, vorher, da habe ich jetzt beide die Kamera umgeworfen, aber da ist live. Ich sage mal, Schlava Ukrainer, Schlava Israel, Schlava Lauterbach, Schlava Impfung. Freunde, bleibt zu Hause, haltet die Fresse, tragt 4 FFP2-Masken übereinander, einen Darmstumpf drüber und lasst euch bitte impfen. Wir haben 25 Millionen Impfdosen frisch eingekauft, ja? Das Zeug vergammelt doch, das muss doch weg. Das muss doch weg, jetzt holt euch doch mal die Impfung. Mein Gott, so schlimm kann es doch nicht sein, ja? Es ist doch nur ein Pieks, ja? Holt sie euch, ja? Am besten noch eine Grippeimpfung. Bin ja heute durch die Stadt gefahren, wirklich wahr? Und da war ein Plakat hier, jetzt gegen die Grippe impfen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Am besten beides gleichzeitig. Nancy Faeser zahlte Schweigegeld. Ja, warum auch nicht, die Nancy Faeser? Ja, ja, in der Ukraine kommen jetzt auch die Großeltern an die Front. Ich würde mal sagen, der Volkssturm. Ich finde es gut, ihr findet es gut. Jetzt habe ich noch eine Bonusnachricht, aber ich möchte euch erstmal mahnen, wenn ihr gerade krank seid, werdet ganz schnell wieder gesund. Wir brauchen euch nämlich und wir schicken allen, denen es nicht gut geht, jetzt hervorragende, kraftvolle, gesunde Energie. Denn wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Ist so. Punkt aus Ende. Es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome, meine liebe Frau Martina, unser Goldhamster Ambrosius. Und Freunde, alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Es ist so. Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Ja. Ich freue mich jetzt über euren Daumen hoch. Ich freue mich über euren Kommentar. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich über euer Abo. Wenn ihr ihn abonniert habt, guckt mal nach, ob das Abo noch steht. Manchmal verschwinden die bei YouTube. Obwohl YouTube natürlich die zensurfreiste Plattform von der ganzen Welt ist. Wenn ihr Lust habt und meine Arbeit wertschätzt, könnt ihr mir gerne eine klitzekleine oder große Unterstützung senden, so als Anerkennung und Motivationsschub. Danke. PayPal und Konto hängt hier drunter. Hier hängt auch der Link zu Telegram, zu Odyssey, zu BitTube, zu Getter, zu YouTube Zweitkanal. Habe ich heute auch ein Video gemacht, ein Sondervideo.
zu Virtube und zu allem anderen. Und vor allen Dingen zu den vielen tollen Büchern, ja, die ihr gerne jederzeit direkt vom Autor signiert bestellen könnt. Stichwort Nikolausgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk, schenkt euch selber was. So, haben wir das geklärt. Bonusnachricht. Der Verfassungsschutz plant intern, die Überwachung der Alternative für Deutschland bundesweit durchzuziehen. Also nicht bloß hier in Hessen und da und dort, sondern bundesweit. Und das würde bedeuten, ja, dass wir da den Druck auf dem Kessel noch ein bisschen erhöhen, dass Bürger und Bürgerinnen noch mehr Angst davor kriegen, ja, bei einer Geheimwahl ihr Kreuz, ja, bei der einzig rechtsstaatlichen Partei, bei den bösen Nazis, bei der AfD zu machen. Ja. Also wir erhöhen den Druck und wenn das alles nicht hilft, macht euch bitte keine Sorgen. Spätestens zur Landtagswahl in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen im nächsten Jahr werden wir die Alternative für Deutschland verboten haben. Denkt an meine Worte. Ja. Europawahl wird knapp. Ob wir das noch schaffen? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht schaffen wir es auch schon zur Europawahl. Ja. Habt ihr mitbekommen, hier in Holland ist ja auch so ein der will das. Oh, 23, irgendwas Prozent mit großem Abstand die meistgewählte Partei. Ja, ganz schlimm. Also ganz schlimm. Auf dem rechten Weg das Land. Ja, der sagt alle illegalen Flüchtlinge raus aus Holland. Ja, gut, aber kommt doch einfach nach Deutschland. Wir haben Platz, wir haben Raum, leave no one behind. Kein Mensch ist illegal. Jusos machen übrigens ernst. Die ziehen das jetzt durch. Die haben jetzt das Ding verabschiedet. 60.000 Euro für jeden ab 18, übrigens auch für jeden Flüchtling. Wirklich wahr. Auf Steuerzahlerkosten. Jeder ab 18, einmalig 60.000. Aber nur, wenn er 18 ist. Ja. Die anderen, die schon älter sind, kriegen nichts. Die bezahlen es. Ja, ist schön. Und Höchststeuersatz hoch auf 90%. Da macht das Arbeiten gehen wieder Spaß. In diesem Sinne, nicht vergessen, Robert Götz-Matuszewski, also ich, hat euch lieb. Ich hab euch lieb. Wir haben euch lieb, oder? Hier ist auch meine kleine Ameise. Juhu. Nicht den rechten Arm, bitte. Da muss man aufpassen, ja. Die Ameise ist leider auch auf dem rechten Weg. Es ist misslich. Was soll ich machen? Tschüss, Freunde.